Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Europa Universalis 4. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt mit Köln, aber Köln ist schon verloren, ne? Wenn nur noch Westfalen oder so, aber okay, es sieht gerade richtig mau aus. Wir haben zwar noch 5 Ländereien, die sind aber auch in 4 Stellen zerpflückt. Und ja, wir sind nicht so gut dran, ne? Wir stehen momentan zwar in Berg, aber irgendwie geht's da jetzt auch nicht voran. Wir haben ja auch Schwierigkeiten. Besetzt durch Köln, ja, Schwierigkeiten, weil wir momentan tausende von Gegnern halt haben. Ja, gucken wir mal rein hier, was überhaupt geht oder nicht geht. Hier geht natürlich nicht mit Frieden verhandeln irgendwas. Wir können den Krieg wahrscheinlich noch nicht mal beenden, ne? So, wenn, dann hätten wir ja auch gerne Berg gehabt, ne? Aber das ist, wie ihr man hier sieht, gar nicht möglich. Wir können aber auch nicht weiter expandieren. Ne? Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben auch keine Möglichkeiten, da irgendwie in die anderen Ländereien zu kommen. Ja. Die lassen uns nicht da durchmarschieren. Da könnten wir noch hinlaufen, aber hier schon nicht mehr, weil das ist schon, ne? Ulm. Militärzugang. Okay, das ist alles toll. So. Da können wir nicht hinmarschieren. Da auch nicht. Wir kriegen hier aber auch keine Zugangsrechte. Das sieht mau aus. Und über Aachen werden wir die auch nicht kriegen, weil da sieht es genauso mau aus. Nassau wird uns auch nicht durchmarschieren lassen. Sieht auch genauso schlecht aus. Ich glaube, es gibt gar keine, die uns hier doch... Die würden uns durchmarschieren lassen. Ja, dann senden wir diese Anfrage mal. Können wir mit denen eigentlich ein Bündnis eingehen? Ne, das wollen sie dann doch nicht, ne? Oder ist das jetzt nur, weil wir... Gerade doch, wir haben ja Freier. So, aber durch Hessen kommen wir genauso wenig, dann würden wir ja da sogar hinkommen, ne? Hessen gewährt uns das auf gar keinen Fall. Hier sieht es genauso mal aus. Also wir kommen gar nicht an die Pfalz weiter ran. Ja. Ja, lassen wir mal laufen, aber ich glaube, das bringt uns alle nichts. Wer kommt da? Burgund. Ja, was müssen wir überlegen? Wie gehen wir weiter vor? Können hier noch weitere Truppen ausheben? Nur die Frage, ob das Sinn macht, ne? Ja, da marschieren alle ganz nett durch. Schwierig hier, ne? Lüttich läuft da auch durch die Gegend. Wahrscheinlich sind es gleich wieder irgendwie... Land ist im Krieg mit der Pfalz. Na, das ist nur einseitig. Da herrschen Unruhen, aber das ist alles noch im Rahmen. Anhalt, Mainz, Würzburg, Hessen und Meppen. Haben wir noch nicht mal einen Anspruch hier drauf oder was? Aber das konnten wir sowieso, glaube ich, nicht fingieren. Ja. Ja, jetzt können wir hier weiterkämpfen, wenn, ne? Trier. Was haben wir da? Okay, weitermachen. Aber die sind auch schon gegen die am Kämpfen, ne? Der Solze von Seite von Elsass und so. In Arnsbach steht auch schon wer drin, ne? Ja, das heißt, das sieht jetzt gerade nicht gut aus.
Aber wir können Trier dann noch als zweites dazu nehmen und stärken unsere Position. Wir müssen nur die Leertaste mal drücken, damit wir da reinkommen, ne? Was ist das für ein Angebot? Mainz erbittet um, ja, akzeptieren, weil die hatten uns das ja auch gegeben. Jetzt zogen hier gerade andere Truppen rein. Ich hoffe, dass wir das dann auch kriegen und nicht die. Stopp. Jetzt ist hier gerade was passiert und zwar haben die wohl Frieden geschlossen, aber in Berg. Wieso haben die Frieden da, dies weggenommen, während wir das besetzt haben? Das ist für mich jetzt unerklärlich. Da oben ist die Pfalz. Das bedeutet, wir sollten mit unseren Truppen, ach so, die haben das da oben befreit, okay. Komme ich jetzt nicht hin oder was? Oh, das ist gerade geklappt. Trier wird von Köln besetzt. Gut. Die kämpfen da noch. Jetzt verstehe ich aber nicht so ganz. Ach, da oben sind die jetzt reingegangen. Okay. Die zwei Einheiten da oben, ne? Und jetzt kommt irgendein anderer Kriegsgrund. Münster hat uns den Krieg erklärt. Pack, okay. Mainz hilft uns nicht. Und was ist das? Würzburg hätte gern Militärzugang. Dann müssen wir erstmal gucken, wer mit uns denn da in Krieg gezogen ist. Och, sind nur so ein paar. Venedig. Utrecht, Schweiz, Savoy, Nürnberg. Ja, das ist das Heilige Römische Reich, was uns da immer angreift, ne? Ja, das andere können wir schon laufen lassen. Militärbündnis bei, okay. Jetzt kommen hier die Aachener und die werden uns jetzt angreifen. Und wir haben schon vorher verloren irgendwo. Ja, das sieht nicht gut aus. Das war's dann, ne? Damit sind unsere Truppen wieder kaputt. Ja, wir haben sogar noch 5. Wo läuft's hin? Da oben. Ja. Kriegen wir noch eine Einheit mehr dazu. Und da rennen jetzt die alle rein. Ja. Das war's dann schon wieder, ne? Ja, das sieht nicht gut aus. Ich denke, das ist dann auch, ne? Auf Dauer schlecht für uns. Lass mal gerade unser Land angucken. Haben wir. Wer hat denn hier so eine... Der Livonische Orden, den machen wir erstmal Beziehungsverbesserung. So, und dann hatten wir noch Burgund. Die Ritter. Wo sind die zu Hause? Ach, da irgendwo auf so einer Insel nur. Und der Livonische Orden. Der ist da oben. Wenn wir den als Verbündeten hätten, dann wäre das ja schon was Besseres. Aber das wird wohl schwierig sein. Ja, lass mal gerade weiterlaufen, weil da geht überall jetzt alles kaputt. Kleve. Berg ist jetzt gerade nach Kleve konvertiert, oder was? Ach, und Trier ist auch wieder da. Pfalz hat jetzt gerade so, das Land ist gerade zerpflückt worden, ne? Köln gehört noch zu Pfalz, tatsächlich. Ja. Ja, da haben wir jetzt verloren, unsere Truppen in Heuer, oder wo sie auch waren, oder vielleicht waren sie auch in der Hannover.
Ja, da haben wir die drei Ländereien werden jetzt auch gleich besetzt. Wie wir sehen, da oben. Okay. Diplomatie. Zugang. Nee, Geheimdienstaktionen werden das. Können wir aber keinen Anspruch fingieren. Und das ist alles schön. Oh, wir sind bald pleite, steht da. Das ist nicht gut. Medaillen gehen nicht. Bankrott kommt bald. Kriegssteuern können wir noch erheben. Machen wir das mal. Aber das hat jetzt Gottlob auch nicht so viel gebracht. Inflation senken wir auch noch mal. Können wir auch zweimal senken. 2,36 ist keine tolle Zahl, ne? Haben wir irgendwo noch Soldaten? Ich glaube nicht. 0 von 11, okay. Einer gestorben. Nee, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin und dann da. Ja. Trier ist auch noch da, ne? Bündnisaktion. Wie sieht denn das aus? Ganz schlecht, okay. Okay. Die Klebeleute sind direkt neben uns. Das bringt auch nichts. Ja, die werden alle nicht mit uns verbündet sein. Kassel wird jetzt gleich irgendwann fallen. Und dann ist das auch durch, ne? Was da? Brandenburg, die sind uns in den Rücken gefallen, also lehnen wir da ab. So, da umruhen. Land ist im Krieg mit der Pfalz. Ach so, warte mal, das ist dann die Pfalz. Wieso sind denn die Hessen hier, wenn wir mit denen nicht im Krieg sind? Sind das dann Verbündete von denen oder was? Kommt das dann nicht als... Ach doch, da steht's. Irgendwie hat man da was Falsches angekreuzt wahrscheinlich oder so. Na dann. Besetzt durch die Pfalz. Okay. Ja, Kassel ist jetzt gefallen. Okay. Jetzt wird irgendwas passieren, wir wissen aber nicht was. So, da kommt ein Friedensangebot. So. Ja, das müssen wir wohl machen, ne? Da kommen wir nicht drum rum dann. Ja, gut, okay, los geht's. Okay, wohlauf. Aber gegen die Pfalz ist immer noch. Ja, da haben wir kein Geld für, weil wir pleite sind. Ach, da oben haben wir jetzt beide Ländereien dadurch auch verloren. Sehr schön. Da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir haben sowieso keine Chance gehabt, ne? Ja. Wir sind kurz vorm Bankrott. Ja. Nicht länger ein gültiger Rivale. Da ist wer gestorben. Okay, da sind wir jetzt das mit dem Schulden los eigentlich, aber hört sich jetzt nicht so dolle an, ne? Na, dann lassen wir weiterlaufen. Positive Bilanz hätten wir jetzt auch, oder? Wie sehe ich das? Ja, 1,74. Stabilität.
Dann müssen wir das obere machen, ne? Ja, dann können wir weiterlaufen lassen. Ja, Prestige minus 100, ne? Alles klar. Aber gegen die Pfalz kommen wir noch nicht mehr zu Gange, ne? Die können das aber auch nicht befreien. Und jetzt werden wir von Österreich gewarnt. Ja. Könnte man was bauen? Aber guck mal. Ja. Da brauchen wir 100 für, um da was zu bauen. Das ist also auch durchgefallen. Setzt durch die Pfalz. Ja, und da gibt es schon wieder einen Krieg. Die wollen Kleve rückerobern. Können sie aber nicht, weil das durch die Pfalz besetzt ist, oder? Interessanter Kriegsgrund. Ja, weiß ich auch nicht, wie das jetzt läuft. Wenn das doch von jemand anders schon besetzt ist. Könnte jetzt höchstens hier laufen, ne? Sachsen-Meiningen über Köln hat sich um plus 20 geändert. Ja. Machen wir das mal. Wie sieht es denn aus mit der Meinung anderer von uns? Oh, da geht was. Und wahrscheinlich das Heilige Römische Reich, das wird dann schwierig sein. Livonischer Orden. Nüss wird auch nicht werden. Na, lassen wir weiterlaufen. Aber wir haben noch einen zweiten Diplomaten, da können wir vielleicht noch einen zweiten einsetzen. Unser Land. Trier. Beziehungen verbessern wir mal. Senden. Und weiter geht's. Prestige ist, Stabilität ist unten noch. Kann man da noch was dran ändern? Ne, da war's. Nein, können wir nicht. 48, 62. Brauchen wir da. Okay. Da stehen die Pfälzer. Die besetzen Münster oder wie sieht das aus? Weiß ich nicht. Könnten da eine Ein-Mann-Armee aufziehen? So. Defensivmoral, Landsknechte. Machen wir mal Ein-Mann-Armee. Kosten 10. Okay. Die marschieren jetzt hier rein, oder was? Anführer, der da. Okay, da ist jemand gestorben. Und da geht's den nächsten Krieg. Ja. Ja, da haben wir keine Chance dann, ne? Militärzugang wird uns wahrscheinlich auch nicht gewährt. Oh, wenn wir einen freien Berater hätten, dann würden die Oldenburger uns das sogar genehmigen. Wer ist denn das hier?
Trier. Devonischer Orden. Bündnisaktion wird sowieso nicht gehen. Weißt du was? Die Beziehung. Das Aktion brechen wir mal ab. So, dann müssen wir wieder zurück. Hierhin. Da kommen schon irgendwelche Angreifer, die uns dann überrannt haben. Gut. Da sind die nächsten. Polen, Litauen und Brandenburg. Die Sachsen werden uns das wahrscheinlich dann auch wegnehmen. Die sind ja direkt nebenan. Trier ist uns in den Rücken gefallen. Uns natürlich nicht geholfen. Utrecht hat Köln als Rivalen bestimmt. Ja. Ja, das verlieren wir gleich dann. Hingabe ist voll, dann nehmen wir das andere. Tja. Das hat sich ein bisschen gebessert, aber auch nicht so wirklich was Sinniges. Ja, können wir jetzt hier auch nichts veranstalten. Schade, ne? Das Ding ist im Endeffekt durch. Da hat sich nichts geändert, dann auch weiter. Ja, was ist das? Kriegssteuern sind eingestellt. Wir machen aber nochmal Kriegssteuern drauf, weil können wir das Geld wenigstens behalten. 16 da oben. Ja, sieht jetzt gerade so ein bisschen schlecht aus, ne? Armeeorganisator, okay. Sieht das hier eigentlich aus? Das dauert alles noch. Nicht so dolle, ne? Ja, jetzt warten wir hier drauf, was da passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können da mal gerade einen Tacken schneller laufen lassen. So, das hatten wir jetzt schon. Das war die Belagerung. Und dann kam auch gleich schon ein Angebot, ne? Ulms Friedensangebot. Köln wird gezwungen sein, Ulm jeden Monat 10% seiner Einnahmen. Ja, wir verlieren noch mehr Prestige. Ja, können wir nur akzeptieren, ne? Ja, wohl auf. So, das ist Oldenburg. Diplomatie von Oldenburg. Zugangsaktion, Militärzugang. Senden. Oldenburg. Gewährt. Das bedeutet, wir müssen da jetzt gerade Truppen ausheben. Na, da sind wir hier aber falsch. Da müssen wir in die Provinz. Und das ist Geld. Minus 38. Schade, ne? Was ist das? Frankfurt möchte Militärzugang haben. Das akzeptieren wir mal. Ja, hier können wir jetzt nichts bauen, ne? Gut. So, dann lassen wir das noch ein bisschen laufen. Wir haben Kredit aufgenommen. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir das hier mal dann wieder freikriegen, weil dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Einnahmen, ne? Gut. Da ist 1,26. Ja, nicht so prickeln, ne? Aber die Pfälzer, die stehen da gleich um die Ecke.
Das kriegen wir dann noch nicht mal wahrscheinlich frei. Weiß auch nicht, was die da im Münster stehen. Jetzt haben wir nochmal Schulden gehabt. Dafür können wir jetzt aber hier eine Einheit machen. Die will ich jetzt auch gerade haben. Gut. Die dauert eine Weile. Ja, da kommen sie irgendwie nicht hin, weil die keinen Zugang gewähren wahrscheinlich. Aber uns bringt das jetzt auch nicht so viel, ne? Können wir mit denen in Frieden schließen? Ich glaube auch nicht, ne? Ja klar, wenn wir wahrscheinlich was abgeben, ne? Prestige bei 97, können wir nur 3 verlieren anstatt, und dann machen wir das doch mal. Ja. Dann müssten wir wahrscheinlich hier irgendwas Tribute zahlen oder sowas. Das würde aber auch nichts bringen, ne? Das will ich nicht machen. Das bringt uns alles nichts und das. Ansprüche aufgeben auf Hessen. Können wir gezwungen werden, falls. Gucken wir mal, ob das irgendwie geht, aber ich glaube nicht, ne? Niederlage kann nicht mit anderen Optionen. So, und dann nochmal da hinten hin. Aber dann kann ich trotzdem das nicht machen. Kombiniert werden. So, da sind noch zwei Sachen. Geht's dann? Ja, geht jetzt. Aber das würde nicht reichen. Angebot trotzdem vorschlagen. Warte mal, das ist ein Angebot, was jetzt vorgeschlagen worden ist. Wir geben dann nichts ab. Wir zahlen nur 48 Dukaten. Angebot senden. Okay. Hol auf. Gut, damit ist das erstmal vom Tisch. Jetzt ist Kleve da reinmarschiert, oder was? Ah ja, weil Kleve jetzt das rückerobern will. Da müssen wir jetzt einen Anführer haben. Ja, gut. Jetzt kommt Kleve dann hier hin. Können wir da noch was tun? Nein, sieht nicht danach aus, weil wir nicht genug Geld haben. Aber warte mal, Geld sollten wir vielleicht einen kleinen Kredit aufnehmen, oder? Geht das?
Ne, nicht zurückzahlen. Darlehen aufnehmen, okay. Okay, okay. Okay. Aber die sind schon mit mehreren da jetzt. Vier. Und die rücken sogar nach, wie der gerade sieht, wie man gerade sieht, ne? Wir haben auch jetzt sofort dann eine schlechte Dingens. Und das war's dann schon wieder. Wir sind auch bankrott in dem Sinne. Die sitzen jetzt da. Vielleicht haben sie keine Zugangsrechte, das könnte sein, ne? Okay. Okay. Stabilität verlieren oder Prestige? Dann Prestige. Nehmen wir einen Ausländer. Okay, das Meinung wird dann besser. Jetzt kommt das wieder. Und jetzt haben wir wieder kein Geld gehabt und das war das mit der Finanzpolitik. Auch schön, ne? Gut. Aber ich glaube, das ist es jetzt gewesen erstmal. Ja, ich würde sagen, für die Folge ist genug. Ob es noch eine gibt, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Aber einen Weg zurück wird es ja auch nicht mehr geben. Das Ding ist, glaube ich, durch. Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir noch was retten sollen oder irgendwie neu anfangen mit irgendeiner anderen Nation oder ein ganz anderes Projekt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in den anderen Projekten oder aber ihr schreibt hier was zu und wir gucken, wie Europa Universalis vielleicht weitergeht. Bis dann. Tschüss.